Engstellen in den Gallengängen. Die Gallenflüssigkeit kann nicht mehr richtig abfließen. Die Diagnose: primär sklerosierende Cholangitis, oft abgekürzt PSC. Die PSC ist eine chronisch entzündliche Erkrankung der Gallengänge, die die Galleflüssigkeit von der Leber in den Zwölffingerdarm transportieren. Und sie führt im Laufe der Monate und Jahre zur Narbenbildung, zu Engstellungen und dann im Laufe von 10 bis 20 Jahren auch zur Ausbildung einer Leberzirrhose mit in vielen Fällen der Notwendigkeit einer Lebertransplantation. Für Silke ist diese Krankheitsdiagnose nicht die erste, mit der sie konfrontiert wird. Das fing bei mir an mit einer chronischen Darmentzündung. Das wurde zum Glück sehr schnell erkannt und ich wurde dann von den Medikamenten her gut eingestellt, sodass ich damit gut klarkam. Und musste aber natürlich regelmäßig zu Kontrollen und auch zur Blutuntersuchung. Und dabei ist dann aufgefallen, dass meine Leberwerte erhöht sind. Und dann wurde das genauer kontrolliert. Erhöhte Leberwerte haben immer eine Bedeutung. Bei Silke waren es vor allem die sogenannte Gamma-GT und alkalische Phosphatase. Ein deutliches Zeichen für eine Schädigung der Gallenwege. Meine Ärztin hatte dann schon einen Verdacht und hat mich dann gleich zum UKE geschickt, wo eben die Spezialisten ja sitzen zum Glück. Die haben dann gleich festgestellt, dass ich eine PSC habe. Und ja, dann wusste ich zumindest Bescheid. Eine PSC tritt oft zusammen mit einer Darmentzündung, einer Colitis, auf. Es ist eine Entzündung der Gallengänge mit Vernarbungen und Verengungen. Und langfristig ist das Risiko für bösartige Tumore erhöht. Also es war schon erstmal ein Schock, ganz klar. Vor allem, also die Colitis, da wusste ich, ich kann damit gut leben und das ist soweit kein großes Problem für mich zum Glück gewesen. Aber da habe ich dann natürlich doch auch ein bisschen drüber gelesen und mich erkundigt. Und das war dann erstmal schon ein Schock, weil man da eben auch weiß, dass das eben lebensverkürzend sein kann. Es gibt keinen Grund zu verzweifeln, wenn man die Diagnose PSC bekommt. Es gibt Möglichkeiten, sie zu behandeln. Es gibt vor allem auch Möglichkeiten, die Beschwerden zu behandeln, wenn sie denn auftreten. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass Patienten die empfohlenen Überwachungsuntersuchungen wahrnehmen, allen voran regelmäßige Ultraschalluntersuchungen und, wenn auch eine Darmentzündung besteht, einmal im Jahr eine Darmspiegelung durchzuführen. Warum es zu der Entzündung in den Gallengängen und in der Folge zu Vernarbungen und sogar zur Krebsentstehung kommt, erforschen Wissenschaftler im Sonderforschungsbereich 841. Wir haben zeigen können, dass die regulatorischen Zellen bei dieser Erkrankung vermindert sind. Und wir versuchen nun in Modellen, diese Zellen zu stärken. Das konnten wir schon erreichen über eine Antikörperbehandlung. Und wir werden nun untersuchen, ob auch die Narbenbildung um die Gallengänge dadurch günstig beeinflusst werden kann. Standardtherapie ist Ursodeoxycholsäure gegen Symptome und Antibiotika gegen bakterielle Infektionen. Verengte Gallenwege lassen sich mit einem Katheter aufweiten und langfristig kommt eine Lebertransplantation in Frage. Silke geht regelmäßig zu den Kontrolluntersuchungen. Bei ihr wurde die PSC-Erkrankung zum Glück früh erkannt, vor 11 Jahren. Beschwerden hatte sie bisher kaum. Ich habe nichts gespürt. Also die Leber empfindet ja in dem Sinne keinen Schmerz und hatte auch keinen Juckreiz, was kommen soll oder sonstige Symptome. Ungefähr ein Jahr später habe ich einmal eine Gallenkolik gehabt, wo wirklich der Gang dann so verengt war, dass ich auch wirklich Schmerzen hatte. Die Ärzte behandeln die Engstelle in ihrer Leber mit einem Kathetereingriff. Bei der ERCP wird ein Endoskop durch den Mund bis in den Dünndarm eingeführt und von da ein Katheter in die Gallengänge. Dann weitet ein Ballon, ähnlich wie bei einem Herzkathetereingriff, die verengte Stelle wieder auf. Die Gallenflüssigkeit kann wieder fließen. Danach war es ruhig. Ich hatte noch 3-mal oder so bestimmt eine ERCP. Aber toi toi toi, jetzt seit ungefähr 3 Jahren hat sich gar nichts verschlechtert und ich bin auf dem gleichen Stand. Ich bin sehr zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren, vielleicht innerhalb von 5 bis 10 Jahren, auch wirksame Behandlungsmöglichkeiten entwickelt werden. Es wird viel daran geforscht, auch die Entzündung, um die Gallengänge günstig beeinflussen zu können und auch die Narbenbildung zu hemmen.
Eine wichtige Entwicklung für alle, die mit einer PSC leben. Es ist eine ernste Erkrankung, aber Silke lässt sich davon nicht unterkriegen. Natürlich hat man mal seine seelischen Tiefpunkte, das ist ja ganz klar, aber nichtsdestotrotz führe ich ein ganz normales Leben mit meiner Familie und ja, meinem Beruf und Sport und allem, einfach Spaß zu haben und das zu genießen, das Leben, wie es jetzt ist.